Hallo, ich befinde mich hier in OpenOffice Calc. Ich habe hier eine Lieferantentabelle und ich möchte mit diesen Daten gerne in einer Datenbank arbeiten. Ich habe dazu zwei Möglichkeiten. Ich gehe hier einmal auf Datei, neu Datenbank erstellen. Dann bin ich hier im Datenbankassistenten. Ich klicke hier auf Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen und suche mir jetzt hier Tabellendokument heraus, denn ich will das hier mit meiner Lieferantentabelle verbinden. Und dann bin ich in der Datenbank und im Feld Tabellen sehe ich, dass mir die Datenblätter, die Tabellenblätter aus der Lieferantentabelle hier angezeigt werden. Dann gehe ich mal auf die Ausgaben und erhalte hier die Datensätze. Jetzt stelle ich aber fest, dass ich hier, wenn ich auf Einfügen gehe, keine Datensätze anfügen oder einfügen kann. Das entsprechende Feld ist mir hier grau hinterlegt. Das liegt daran, dass wir die Daten hier also nur verbunden haben mit dem Tabellendokument und die Datensätze werden hier schreibgeschützt übernommen. Wenn hier Veränderungen vorgenommen werden sollen, dann muss ich das immer in der Quelldatei machen, also in der Lieferantentabelle. Das ist nicht so befriedigend, deshalb gehe ich hier nochmal in die Tabelle. Markiere mir die Daten mit Steuerung, Umschalt und Ende und kopiere mir die jetzt in die Zwischenablage. Dann gehe ich hier nochmal auf Datei, Neu und Datenbank und im Datenbankassistenten klicke ich jetzt an Neue Datenbank erstellen und jetzt sind wir wieder in der neuen Datenbank und mit rechter Maustaste klicke ich in das Feld Tabellen und kann jetzt aus der Zwischenablage diese Daten hier einfügen. Und dann erhalte ich hier wieder einen Assistenten. Hier kann ich einen Tabellenname vergeben. Ich lasse den mal bei Tabelle 1. Als Option lege ich fest, dass die Definition und die Daten aus der Tabellenkalkulation übernommen werden. Ich klicke auch hier den Haken. Die erste Zeile enthält Spaltennamen und die möchte ich verwenden. Und ich möchte hier einen Primärschlüssel erzeugen und gehe dann auf Weiter. Und dann sehen wir, dass die Spalten aus der Lieferantentabelle mir hier angezeigt werden. Die übernehme ich bis auf die Belegnummer. Die nehme ich wieder raus, weil wir ja einen Primärschlüssel erzeugen wollen. Und der kann hier als Belegnummer fungieren. Den kann ich nachher umbenennen. Sonst hätten wir die Daten hier doppelt. Dann gehe ich hier auf Weiter und dann kommen wir hier zu den Typinformationen. Das ist jetzt wichtig. Die Feldtypen werden jetzt übernommen aus der ersten Zeile der Tabellenkalkulation und deshalb müssen wir hier die Feldtypen neu festlegen, weil er ja hier die Spaltenüberschriften als Feldtyp ausgibt. Hier müssen wir aus dem Text also ein Datum machen. Lieferant kann hier so bleiben, aber die Brutto-Werte, dann können wir nicht hier Text nehmen, wir wollen ja damit arbeiten, also müssen wir hier Dezimal draus machen, legen dann auch die Nachkommastellen fest und dann haben wir hier unsere Tabelle in der Datenbank zu stehen. Wenn ich die jetzt anklicke, dann stellen sich die Datensätze so dar und jetzt kann ich auch dann auf Einfügen gehen und sehe, dass ich hier Datensätze anfügen oder einfügen kann. Ich kann auch hier einen Datensatz löschen. Ich nehme mal hier die Summe, die er übernommen hat aus der Tabelle und lösche die. Ich kann jetzt auch die Spalten formatieren. Hier lege ich fest, dass ich das nicht links, sondern rechtsbündig dargestellt haben möchte und kann also jetzt mit diesen Daten hier innerhalb der Datenbank auch arbeiten. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Einmal verbinden wir vorhandene Daten aus einer Tabellenkalkulation, dann sind die aber schreibgeschützt und wir können hier die Datensätze nicht verändern. Oder zweitens, wir legen eine neue Datenbank fest und über Kopieren und Einfügen aus der Zwischenablage importieren wir uns die Daten und können dann entsprechend mit diesen Daten arbeiten. Okay.